Moin Moin, Miro hier. Ja, und wieder ein Victorinox-Messervideo. Dieses hier kennt ihr schon, sagt ihr. Ja, stimmt auch. Das, genau das hier ist das Victorinox Manager, das ich auch schon beim letzten Video in die Kamera gehalten habe. Ich hab's wieder drin, denn ich habe ja schon gesagt, da habe ich eine kleine Geschichte, die ein andermal zu erzählen ist. Und ja, dieses Video ist eben nicht für den Indoranger, sondern für den Thomas P. Auch Thomas P. hat gerade ein Giveaway am Laufen und bei ihm geht es um Messer, die wir doppelt gekauft haben, kaufen wollen oder doppelt besitzen. Und ja, ich habe zwar das Manager nicht doppelt, aber ich hatte ja erzählt, ich hatte das Victorinox Rambler immer am Schlüsselbund. Das ist praktisch genau wie das Manager, nur hat es statt dem Kugelschreiber hier hat es einen Zahnstocher. Ich hatte mir das hier dann jedenfalls als kleines Upgrade gekauft, als mir das Rambler ungerechtfertigterweise am Flughafen beim dritten Mal bei einer Kontrolle, also beim dritten Mal fliegen auf dem gleichen Flughafen mit der gleichen Fluggesellschaft, ja, bei der dritten Kontrolle war es dann weg. Gut, das Manager hat mich jetzt länger begleitet, aber ich bin auch immer wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also sozusagen fast doppelt gekauft. Ganz geringfügig anders. Aber über das Rambler und über das Manager bin ich auf diese kleinen Messer von Victorinox gekommen. Und ich kaufe jetzt gerne das Classic für Freunde. Das Victorinox Classic habe ich als erstes mal einer Freundin in Schwarz geschenkt, die wir Lehrerin wurde, beziehungsweise jetzt mittlerweile ist. Weil ich dachte, so ein kleines Victorinox, das ist relativ. Ja, ungefährlich, das kann man bestimmt mal mit in den Unterricht nehmen. Dann hat man eben eine kleine Schere, eine kleine Klinge und was man sonst so braucht im Unterricht verfügbar. Und ich habe dann gemerkt, das ist echt ein tolles Geschenk. Da freuen sich auch Leute drüber, die nicht so messeraffin sind. Und seitdem habe ich diverse Victorinox Classics verschenkt. Nie das gleiche, denn irgendwie ist es für mich doch ein sehr persönliches Geschenk. Ich suche mir dann eine Edition raus. Es gibt ja zig Sondereditionen, die, wie ich finde, gut zu dem jeweiligen neuen Besitzer oder der neuen Besitzerin passt. Und ich fange mal an mit diesem hier. Das ist ein Geschenk, das es noch geben wird. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er zuguckt. Das Ding hier ist für meinen Vater. Der ist Hobbyastronom. Und ja, ich habe genau das Richtige für ihn gefunden. Echt geile Motive, die es da gibt. Sogar mit einem kleinen Victorinox-Sternzeichen. Ja, es ist echt ein schönes Messer und hat die allerwichtigsten Funktionen eben dabei. Allen voran die Schere und die Klinge. Und ja, dann auch immer noch diese Nagelfeile. Die ganzen Sondereditionen vom Victorinox Classic, die sind einfach tolle Hingucker. Und so hat man dann, obwohl es so ein Massenmesser ist, das ja auch dadurch sehr günstig ist, hat man dann doch irgendwie was ganz Persönliches, was man verschenken kann. Und das hier ist das neueste, ja, das neueste Modell und mein Vater wird das Opfer. Also, das ist das Victorinox Classic Starlight Star Bright. Kommt mit so einem kleinen Lederding. Und meiner Freundin habe ich vor nicht allzu langer Zeit dieses Messer hier geschenkt. Das ist auch von der Sonderedition. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr von welchem Jahr, aber auf jeden Fall aus den letzten 5 Jahren. Und wie ich finde, sehr, sehr schick. Was ich mir hierbei gedacht habe, das behalte ich mal für mich. Das ist unsere persönliche Geschichte. Aber da steckt auf jeden Fall sehr viel dahinter und es ist echt schön. Ich hatte so gesucht und überlegt und so weiter und bin dann hierüber gestolpert. Und das Motiv, das war einfach wirklich genau das Richtige. Es gibt alles Mögliche. Es gibt Schokoladenmesser, es gibt Automesser, es gibt Messer für verschiedene Länder und so weiter. Aber es gibt eben auch so besondere Motive wie das hier. Und ja, ich finde die halt wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, und so findet eigentlich jeder irgendwie was. Was für den besonderen jeweiligen Anlass das Richtige ist. Und ich habe auch noch, ja, wie gesagt, eins in nur Schwarz verschenkt und dann noch ein paar mehr in verschiedenen Motiven. Es gibt eins für
Leute, die Segel oder irgendwie Wassersport interessiert sind, mit so kleinen Papiersegelschiffchen, das ist sehr hübsch. Mit Füchsen, es gibt wirklich alles Mögliche an Motiven und da findet man dann wirklich was. So, Thomas, das ist jetzt eher kein Video über irgendwie ein Messer gewesen, was ich für mich selbst doppelt gekauft habe, es sei denn, man zählt das Manager mit, aber das ist ja jetzt eine minimal aufgewertete Version zum Rambler, sondern eher eine Geschichte über diese Messer von Victorinox, die man einfach sehr, sehr toll verschenken kann. Lass ich mal schauen, ob das besser mit dem Kontrast geht. Ich finde die einfach ganz, ganz klasse und denke, das kann man dann auch als doppelten Messerkauf zählen. Ja, zu dir, Thomas P. Ich weiß, du hast jetzt erst 100 Abonnenten, aber ja, so wie du deine Messervideos drehst, könnten das auch schon deutlich mehr sein. Man könnte denken, du bist schon deutlich länger dabei. Ich finde es ziemlich cool, wie du die so alle souverän vorstellst, die Messer, und wünsche dir da auch weiterhin viel Erfolg. Und wer seinen Kanal noch nicht kennt, der schaut mal am besten kurz in die Videobeschreibung. Da habe ich den Kanal verlinkt. Und ja, ein Blick lohnt sich wirklich. Der hat eine schöne Sammlung, die auch wirklich, ja, sehr vielseitig ist. Dir, Thomas P., also noch weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal und euch allen viel Spaß beim Zugucken. Bei ihm, bei mir und natürlich auch in eurer eigenen Sammlung. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.